Herzlich willkommen zurück in Wolfshafen, dem untypischsten oder besser unpassendsten Namen für eine Sandinsel. Diese Begrüßung habe ich schon einmal gemacht, ja. Ihr seht das auch vielleicht daran, dass die Folge nicht ganz planmäßig noch hochgeladen wurde. Und zwar liegt das daran. Oh, wartet, Moment. So, herzlich willkommen zurück an diesem, es ist kein Samstag, vielleicht kommt es sogar heute raus, also an diesem Sonntag. Das liegt daran, dass ich auf die letzte Folge, die ich in dieser Weise hochladen wollte, einen Content-ID-Treffer bekam, was im Prinzip nichts Schlimmes ist. Es ist im Prinzip durchaus gerechtfertigt, wenn Drittparteien meinen, ihre Musik wieder zu erkennen. Oder Drittparteien, die vertreten werden durch bestimmte Organisationen, die dann meinen, ihre Musik wieder zu erkennen, finde ich alles total in Ordnung. Verhindert vielleicht an manchen Stellen sogar Missbrauch. Aber so, was hatten hier drin? Wir hatten nichts. Finde ich hier was drin? Ja, fahr mal weg. Fahr mal weg. Wir haben noch Holz und 8 Klöppeldinger. Jetzt bin ich natürlich total raus, also. Wir bauen erstmal einen Basar. Nein, es ist kein Basar, es war ein Handelshaus. Ein Basar. Ja, bitteschön. Für das Volk. Wir können jetzt einige Fehler vermeiden, die wir das letzte Mal gemacht haben. Gut, aber ich erzähle noch ein bisschen weiter, ja, so während ich weiterbaue. Es gibt bei YouTube dann die Möglichkeit, entsprechende Musikstellen zu entfernen. Allerdings ist es noch in der Beta und nicht besonders zuverlässig manchmal. Und dann hat das so rumgespackt, dass ich mir gesagt habe, nee, nimmst du die Folge halt mit Musik auf, die ein bisschen leiser ist, weil die Folgen davor, als ich die Musik noch leise hatte, gab es keine Herumnörgelei. Ja, und deswegen, wir verbinden jetzt einfach mal die, was ist das? Eine Karawanserei, genau. Verbinden wir mal mit dem Markt. Und deswegen nehme ich das Ganze jetzt einfach mit ein bisschen weniger Musik auf und dann hat sich das vielleicht. Tada! Gut. Wir haben mehrere Tipps bekommen und zwar Maustaste gedrückt. Damit kann man offensichtlich nicht nur die Gegenstände Der drehen, sondern. Großvezier schickt euch? Nun, ich bin Händler. Sorgt dafür, dass hier ein paar Nomaden sesshaft werden und mein Geschäft beleben. Ein paar Häuser, ein Basar. Das wird meinem Geschäft gut tun. Gut. Und vielleicht hast du ja Werkzeuge für uns. Das wissen wir noch nicht. Letztes Mal hatte ich den Fehler gemacht, dass ich. Es wird Zeit, dass ein Schiff vom Stapel läuft. Ja, genau. Wird es Zeit, dass ein Schiff vom Stapel läuft. Das ist wirklich sehr, sehr leise, die Musik, muss ich sagen. Was heißt hier ohne? Ich habe das auf. Gut, wir haben noch Datteln. Rein, dann haben wir ein bisschen für den Anfang was zu essen für unsere Bewohner da auf der Insel. Ich hatte nämlich den Fehler gemacht, dieses Geschenk des Sultans einfach für mich zu behalten. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern jetzt finde ich nichts wieder, weil ich das sozusagen falsch eingestellt hatte. Nee, Terra hat mir gesagt, mit mittlerer Maustaste kann ich die Objekte drehen. Das heißt, ich muss nie wieder warten, dass das Spiel so gütig ist und mir die Felder richtig hindreht. Ich kann das selber machen. Oh, ich finde es so toll mit den Wellen hier. Auftrumpfen. Gut, jetzt werden wir die Datteln wieder verladen, damit unsere Leute für den Anfang was zu essen haben, bevor wir. Moment. Nochmal kurz zurück. Ja, ihr seht wieder, ich bin total organisiert. Indem ich die ganze Zeit versuche, Fehler zu vermeiden, die ich das letzte Mal gemacht habe. Zum Beispiel zu viel räuspern, das geht gar nicht. Ja. Also wie gesagt, wir sind ein Nischenkanal, besonders klein und da muss ich nicht unbedingt riskieren, dass der Kanal wegen irgendwelcher naja. Also im Prinzip riskiert man das ständig, wenn man Let's Plays macht und in keinem großen Netzwerk ist. Weil Let's Plays an sich im Prinzip von den Unternehmen höchstens als Werbung toleriert werden, weiter aber auch nicht. Meistens, wenn man sich jetzt nicht extra eine Lizenz holt.
Aber wir monetarisieren ja nicht, deswegen läuft das Ganze halt so weiter, bis es einmal dazu kommt, das weiß ich nicht. Im Extremfall der Kanal gesperrt wird und dann ist dann sowieso Ende. Aber das wollen wir ja mal nicht hoffen. Aber das heißt eben auch, dass ich das jetzt nicht unbedingt dauernd darauf anlegen muss. Ich habe auch nicht unbedingt die Zeit zu überprüfen, ob die Content-ID-Ansprüche wirklich gerechtfertigt sind. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Also viel Werkzeug kann man auch nicht mehr klauen, wenn man den Rest gemeinsam damit. Wir werden uns gleich mal um die Holzversorgung kümmern. Ich glaube aber, dass der Mangel an Rohstoffen damit begründet ist, dass hier gerade wieder ein paar Häuser ausgebaut wurden. Wir werden nochmal einkaufen bei Bruder Hilarius. Sagst du nichts dazu? Erst noch eine kleine Wegzehrung und auf geht's! Gut, die Stimme habe ich auch ein bisschen runterreguliert. Vielleicht bringt das ja was. So, wir haben zu viel Stein mal wieder. Was machen wir denn damit? Können wir die denn vielleicht inzwischen mal mit irgendjemandem handeln? Oder wir bauen einfach noch ein Lagerhaus hin, dann hat sich das Problem auch erledigt. Andererseits haben wir gerade kein Werkzeug, deswegen wird das nichts. Wir könnten natürlich auch beim Sultan jetzt kaufen. Oh, wir haben nur noch 33 Gold. Das wächst gerade nicht mehr ganz so schnell, wie es sollte. Dann pflastern wir eben nochmal ein bisschen den Weg. Oh, jetzt ist das wieder voll. Oder Lea besser gesagt. Ja, wie gesagt, als Nischenkanal und als Lobbyist muss ich das nicht unbedingt riskieren, da jetzt eine Kanalsperre mir irgendwie einzuhandeln. Ja, handeln wir mal großzügig. Ja. Ganz schön runtergegangen, ganz schön runter. Deswegen nehmen wir die Folge einfach normal auf mit etwas geringerem Musikpotenzial. So, das bauen wir jetzt mal alles ins Kontor. Dann haben die Leutchen, die ich hier ansiedel, erstmal was zu essen. Das erste Mal habe ich mich nämlich gewundert. Ich dachte so, was wollen die denn? Hier ist doch ganz genug Fisch im Lager. Und anstatt zu checken, dass das eben daran liegt, dass die Menschen hier auf der Insel gar keinen Fisch essen, obwohl sie ja so viel Meer drumherum haben, ja. Aber offensichtlich, der Beduine an sich isst kein Fisch. Werden wir jetzt gleich mal, damit es nicht dazu kommt, dass wir einen Nahrungsmangel haben, hier den Weg weiter ausbauen. Ja, auf jeden Fall habe ich das letzte Mal angefangen, hier überall Fischerhütten hinzupflastern, hatte eine Fischüberproduktion und ja, das war's dann erstmal, weil die Leute sind dann auf die Barrikaden gegangen. Datteln jetzt immer noch 25. Okay. Offensichtlich scheint die Anwesenheit von Datteln zu genügen, um die Leute zufriedenzustellen. Wie viele Werkzeuge haben wir noch? 8 Stück. Dann werden wir erst einmal die Grundversorgung gewährleisten und setzen hier eine Noria hin. Um in der Wüste zu überleben, haben die Sarazenen die Norias entwickelt. Seht, schon wird das Land fruchtbar. Oh ja, das ist schön. Wir lernen also eine Die Nomaden hier anzusiedeln ist eine Sache. Jetzt solltet ihr aber auch dafür sorgen, dass sie satt und zufrieden bleiben. Dankeschön. Hä? Was würde... Achso, das Teil gehört dem Großvisier offensichtlich. Genau, vermeiden jetzt eben den Fehler, den wir das letzte Mal gemacht haben, weshalb wir auch ein bisschen Zeit verloren hatten. Und pflanzen jetzt hier mal ein paar Dattelfarmen an. Erstmal hier so ein bisschen rüber, genau. Und wir können 5 Dattelfarmen anlegen. Und ihr seht, linke Maustaste gedrückt halten, schon läuft es. Ach Quatsch, linke, mittlere Maustaste gedrückt halten. Schon kann man hier Felder direkt anlegen. Kann das so, aber wenn ich das so mache, dann kann es wahrscheinlich anders nicht. Doch. Machen wir das doch gleich. So.
Shukran, ich danke euch. Satt und glücklich werden die Leute bestimmt mehr von meinen Waren kaufen. Ja, dann können sie nämlich ohne Knurren im Magen durch deine deine Bazarhallen flanieren. Mal kurz ausstellen. Dattelplantage, die kostet 45, also ist relativ teuer, die ganze Angelegenheit, und die Noria kostet 30, also das Morgenland ist sehr teuer. Im Prinzip. Der Unterhalt des Morgenlandes. Naja. Aber dafür wird vielleicht bringen die dann mehr ein, ach keine Ahnung. Die Nomaden ziehen ein, das ist schön. Die haben Seit ich hier lebe, Essen. Hat das Wort Heimat eine neue Bedeutung für mich. Ja, tatsächlich. So, pflanzen wir noch mal ein paar. Naja, pflanzen ist irgendwie auch der falsche Ausdruck. Aber guckt mal, hier ist alles grün geworden. Die Moria hat ganze Arbeit geleistet. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir was? Eisenvorkommen. Wir werden einmal dafür sorgen gleich, dass wir mit unserem eigenen Eisenvorkommen, das wir haben. Genau, Stichwort Werkzeug. Ein bisschen Werkzeug. Und zwar haben wir hier ein Eisenvorkommen. Genau, das werden wir doch gleich einmal ausnutzen und uns eine Eisenmine zulegen. Wir brauchen dafür noch mehrere Sachen. Und zwar brauchen wir zusätzlich eine Kühlerei. Vielleicht können wir die dort noch ansiedeln. Die Kühlerei hat ein sehr großes Einzugsgebiet. Wie ihr seht, und da steht einiges im Wege, deswegen werden wir das nicht machen. Außerdem brauchen wir gerade Holz. Offensichtlich werden auch wieder fleißig Häuser ausgebaut. Diese hier nicht, weil ihnen wahrscheinlich eine Kirche fehlt. Gut, ich glaube, wir brauchen noch eine Holzfällerhütte. Sonst mit den Sachen, die wir hier haben, kommen wir offensichtlich nicht zu Rande. Die sind immer noch bei 100%. Die sonderbarerweise auch, obwohl hier im Einzugsgebiet Häuser stehen. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber von mir aus. Dann werden wir jetzt noch eine Holzfällerhütte hier bauen. Ich hoffe, das reicht als Weg. Wahrscheinlich nicht so produzierfreudig sein. Doch, 100% noch von mir aus, bitteschön. Soll mir recht sein. Gut, hier geht es nämlich auch noch weiter, und zwar zu einem weiteren Eisenvorkommen, das wir vielleicht auch noch anzapfen sollten. Und zwar werden wir dann den Weg so nah wie möglich am Felsen machen. Nicht so große Wegstrecken entstehen. Oha, wir sollten uns außerdem noch mal ein bisschen um Häuser kümmern, damit wir nicht so ins Minus geraten. Das letzte Mal hatte ich dann hier eine Allee gepflanzt, im Prinzip aus Häusern. So, die Frage ist, sind wir voll mit Wänzen oder nee, nicht ganz. Wir haben jetzt aber genug Werkzeug, um nochmal ein kleines Dach auszubauen. Auch das können wir wieder drehen. Hier können wir es nicht setzen, weil der Kai nicht in Ordnung ist. Straße zwischenpflanzen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nö, okay, schade. Hin. Und für das andere fehlt uns dann das Holz. Gut, aber wir können jetzt wieder mehr Sachen einladen, lagern. Und wir haben schon 4 Eisen, das ist hier fein. Also Eisenerz. Um Werkzeuge herstellen zu können, brauchen wir, wie gesagt, eine Köhlerhütte. Was seid ihr? Ach, eine Webstube seid ihr. Okay. Die fließen, Leute. Die weben fleißig weiter. Wir bauen außerdem zusätzlich eine Straße. Hier eine dicke Kreuzung hin. Sollten hier
Wir haben so viel Wald, wir können locker ein paar Köderhütten bauen. Dann machen wir hier die Köderstraße. So. Gehen wir bis da, aber Nagtos brauchen wir sowieso. Wir sind immer noch im Minus. Wir sollten wirklich mal ein bisschen gucken, was wir den Handel auffordern. Wie sieht es denn mit der Fischroute aus? Bringt ein bisschen was ein. Können wir denn inzwischen mal ein bisschen mehr... Oh ja, wir können Stein verkaufen. Ja, das ist gut. Das ist fein. Endlich kommt es dazu, dass wir ein bisschen mehr Gewinn machen. Wir laden hier 20 Steine ein. Und hier 40 aus. Dann bekommen wir auf jeden Fall einiges rein. Sind immer noch auf plus minus 34. Das heißt, wir brauchen... war es auch schon. Und die Wohnhäuser steigen fleißig auf, deswegen fehlt es ständig an Holz und anderen Dingen, an Werkzeug. Unsere kleine Siedlung hier gedeiht, fröhlich vor sich hin. Wir können Milch zum Handeln und Werkzeug kaufen. Aber ich schätze kein Holz, oder? Aber davon haben wir noch. Vielleicht reicht es ja aus, um hier eine Holzpyramide zu bauen, wenn es denn möglich ist. Werden wir ein bisschen Werkzeug einkaufen, wenn er schon 11 Stück hat. Und nee, Ziegenmilch hat mich später vielleicht. Yalla, yalla! Die Karawane ist auf dem Weg. Sehr schön. Wird abgefertigt. Was auch immer. Handelsflotte 1. Okay, gut. Ja, gibt es sonst was? Genau. Das zweite Ding war, was willst du? Du bist voll. Okay. Und jetzt, offensichtlich zählt der Kai nicht als Straße. Und ihr seht, auf den anderen Inseln, ja, sieht das immer so aus, als, machen wir das jetzt so. Und Pflaster ausgleichen. Sieht ja viel schöner aus. So nicht. Auf den anderen Inseln, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Endlosspiel mache, haben die anderen Spieler immer Häuser stehen und irgendwie Straßen, die aber überhaupt keinerlei Anbindung an irgendetwas haben. Und da frage ich mich immer, wie das geht. Das ist dann wahrscheinlich der NPC-Bonus, den man da so hat. Ja. Nahrung und so weiter. Oh ja, wir können mal gucken, wie die Sachen aussehen. Der Fisch sinkt. Das ist nicht gut. Den können wir mal ein bisschen beschränken. Den wir ganz kurz aus der Handelsroute heraus. So. Und dann. Wir produzieren hier fleißig Fisch. Hoffen wir, dass es mal steigt. Nicht, dass es hier noch abnimmt. Und werden dann hier bald noch was anbauen. Oder wir. Pflastern die Insel hier wirklich mit Fischerhütten und exportieren die ganze Zeit. Das können wir natürlich auch machen. Wir gucken uns erstmal, ob der Eigenbedarf reicht. Sonst machen wir eine Dreiecksroute auf und produzieren hier auf dieser Insel Fisch bei der Karawanserei und nehmen die Fischerhütten, die wir hier haben, für den Eigenbedarf. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Können wir hier noch eine hinbauen? Ja, aber dafür wahrscheinlich kein Weg hin. Gut, auch wenn wir die drehen, nutzt sie uns nicht viel. Naja. Schön, wir sind auch schon wieder auf 11, das ist sehr gut. Der Fisch sinkt immer noch ein bisschen. Aber ich denke, die verschiedenen Einwohner werden genug Nahrung haben. Ausreichend erfüllt, ja, das ist schön. Wir bräuchten aber eine abwechslungsreichere Nahrung, zum Beispiel auch Datteln, um weiter aufsteigen zu können. Also die könnten sogar bald aufsteigen. Das heißt, wenn ich hier im großen Stile auch Datteln produziere, neben dem Fisch her. Das ist Dattelvoll, Dattellager voll. Ja, fast. Nicht schlecht, nicht schlecht.
haben wir genug Sachen, um aufsteigen zu können. Nein, uns fehlen 4 Steine. Dann werden wir einmal Stein für unsere Insel tun und das Kontur etwas aufwerten. Der Stein leert sich. Das war zu erwarten. Aber so schlimm ist es nicht. Und hier läuft alles seinen Gang. Das ist sehr fein. Dann können wir uns jetzt hier mal noch mal ein bisschen um 1 oder 2 Einwohner kümmern. Hier können wir die Häuser ransetzen. Hier ist in die verbotene Region sozusagen geht. Also ehe der Einzugsbereich zu gering ist für den Markt. Also wenn die zu weit laufen müssen, dann fühlen die sich abgeschnitten. Das geht ziemlich schnell und dann zerfällt das was. Man kann natürlich auch noch einen zweiten Marktplatz bauen. Das werden wir eventuell dann hier machen. Also es ist ja hier ziemlich groß und weitläufig. Und irgendwann müssen wir auf jeden Fall weitere Häuser bauen, weil dann kommen wir hier mit den Leuten, die wir hier ansiedeln können, nicht zurecht. Aber noch haben wir hier so viele, einen so großen Einzugsbereich. Wir werden vielleicht die Holzfällerhütten auslagern, weil wenn wir hier eine zweite Reihe Häuser bauen, kommen wir nicht zurecht. Im leichten Spielmodus, den wir hier haben, sind die Feuer ausgestellt. Deswegen war die Feuerwache vielleicht etwas übertrieben. Also sie brauchen wir nicht wirklich, aber sie gehört zum Stadtflair dazu. Deswegen können wir sie lassen. Gut, die Datteln sind jetzt, glaube ich, echt voll. Das heißt, erstens steigt jetzt mal bitte das Kontor auf. Und wir können ein bisschen mehr Datteln einlagern. Auch. Und zweitens wird es vielleicht Zeit, auch nochmal ein paar Beduinen anzunehmen. Der Bazar hat so einen schönen großen Einzugsbereich. Ich glaube, der ist größer als bei kann ich das überhaupt bauen? Oh ja, ich kann das hier hinbauen und dann vielleicht Bäume pflanzen. Da, sehr gut. Dann sind wir nicht abhängig von unserer anderen Insel. Na. Zu erwartende Produktivität 98. Sehr schön. Hier wird schön fleißig kultiviert. Das ist gut. Dann sind wir nicht abhängig von unserer anderen Insel und haben hier unsere eigene kleine Oase, die auch von der Noria angetrieben wird. Datteln brauchen wir wirklich nicht mehr. Deswegen bauen wir noch ein paar Häuserchen. Hier. Da nicht mehr, weil uns was fehlt? Nein, der Baubereich ist blockiert. Okay. Dann können wir gleich mal ein paar Nomaden einziehen. So. Wir haben auch eine schöne Aussicht hier auf die Hütten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Das ist ja toll. Dann sind wir hier unabhängig. Und können hier bald unsere große Fischproduktion beginnen. Ach, Fisch, wie sieht's damit aus? Es steigt wieder, das ist gut. Was ist mit dem Stein? Der sinkt weiterhin. Oh oh, das ist schon mal auf 8. Bald können wir gar nichts mehr exportieren. Was ist hiermit? Wir haben noch jede Menge davon. 4858. Und hier haben wir auch noch 4889. Das reicht also erstmal. Das heißt, unsere Handelseinnahmen werden eventuell bald zurückgehen, aber ganz so schlimm ist es nicht. Jetzt setzen wir hier erstmal mitten rein ein Markthaus, damit wir auch hier hinten kommen. Glück ist das nicht wie bei Cäsar 3 oder ich weiß nicht wo, dass wir Probleme mit den Arbeitsplätzen, also mit der schlechten Erreichbarkeit haben. Gut, jetzt fehlt uns mal wieder Holz und Werkzeug, dann kaufen wir hier jetzt ein. Wir sind schon weit unter 10.000, also unser Ziel, nicht unter 10.000 zu fallen. Ich packe noch die Waren auf die Maultiere, dann breche ich auf. Aber man muss ja auch investieren, um fortschrittlich zu bleiben.
Ich bin zurzeit immer so ein bisschen latent erkältet, deswegen stört euch bitte nicht daran, wenn ich nebenher etwas trinke. Sonst ist meine Stimme bald ganz weg. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. So. Gut, weiter geht's. Hier zieht die Karawane los. Genau. Und wir haben einige Fehler vermieden, deswegen sind wir schon ein bisschen weiter als das letzte Mal. Wir sind allerdings noch nicht bei plus 100, das wäre natürlich sehr schön. Wir müssen noch ein paar Häuser bauen, aber davor möchte ich gern erstmal unabhängig von dem ganzen Werkzeugmachern werden. Eventuell müssen wir die Holz, und ich weiß nicht, was Produktion ein bisschen ankurbeln, aber wir haben ja gerade eingekauft. Hier ist immer noch bei 100%. Hier haben wir auch 100%, sehr schön. Dort auch. Okay. Ist in Ordnung. So, was haben wir hier? Die Noria hat noch Wasser, die muss man nach einer bestimmten Zeit auffüllen, was auch Geld kostet. Was ist das da? Ressourcen erneuern. Genau, das meinte ich. Und dann ist sie halt wieder voll. Und man kriegt aber gesagt, wann es soweit ist, dass man... wir haben schon viel. Nee, Holz haben wir nicht produziert. Man bekommt auf jeden Fall gesagt, wann es soweit ist, dass... dass das Ding zur Neige geht, also das Wasser. Wie sieht es mit den Datteln aus? Oh, die Datteln sind maximal ausgefüllt. Dann könnten... Nee, wenn wir jetzt einen Handel starten, dann sinkt man doch wieder. Aber so ein bisschen können wir dann. Ladet immer ein bisschen Datteln auf. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Spannend. Aber nicht 40. 40 ist ein bisschen viel. Vielleicht so 10 oder so. Dann können 1, 2 oder 7 reicht. Das muss ich auf den Anfang. Und minus... ganz viele neue Sachen. Und minus, minus, minus. Nicht minus 40, sondern sagen wir mal minus 10. Dann wird es nicht immer so extrem aufgefüllt. Und hier machen wir minus 20, damit es auch nicht so extrem aufgefüllt wird. Und wir haben hier nur plus minus, weil wir hier keine große Umverteilung haben. So, und fährt es hier im Dreieckshandel im Prinzip. Der hat ganz viele Schiffe, der Hassan bin Sahib. Und hier war, glaube ich, eine unbewohnte Insel. Die, ich weiß nicht, ob wir die schon brauchten oder ob das erst in der nächsten, im nächsten Kapitel so ist. Verzeiht meine Unhöflichkeit vorhin. Einige der Kinder, die ihr sucht, sind hier gestrandet. Ich habe sie gut versorgt, aber nun sollten sie mit euch gehen. Das stimmt. Gut, dann komm mal hier hin, bitte. Und wie sieht es jetzt aus mit... Jetzt, wo hier alles grünt und die Nomaden versorgt sind, sollten wir die Gelegenheit nutzen, eine Gewürzplantage zu errichten. Findet ihr nicht? Du denkst nur an dich und deine Gaumen. Die Orientalen scheinen die Kinder gut behandelt zu haben. Aber bestimmt fühlen sie sich in vertrauter Umgebung wohler. Meinst du, dass eine Klostermauer so viel vertrauter ist? Und die Sprache macht ja auch schon immer sehr viel aus. Gut, immer noch maximal. Sehr schön. Können wir einiges machen. Hier unten brauchen wir noch Gast der Beduinen. Und zwar 100 Ansehen. Und bis jetzt haben wir 50. Dann könnten wir Seidenplantage, Indigo-Plantage und so weiter anbauen. Teppiche weben. Ein orientalisches Kontor. Wir konnten nur ein anderes Kontor errichten. Na, von mir aus. Das ist... wahrscheinlich bräuchten wir auch ein orientalisches Schiff, um das dann zu errichten. Vielleicht hätten wir mit dem Handelsschiff das machen sollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, eine Gewürzfarm. Da haben wir genug Sachen, um zu bauen.
Wir setzen die einmal, nehmen wir die noch da setzen. Ja. Spiel gespeichert. Ist schon wieder theoretisch eine halbe Stunde rum. Hier sind zu viele Sachen rot. Hier könnte es gerade noch so passen. Aber dann geht das in die Bäume hinein. Hier geht es auch in die Bäume hinein. Und hier ist rechts. Ich glaube, hier würde es gehen. Andererseits. Naja, wir machen die Straße einmal hier. Herum. So. Oh. Und setzen dann die Gewürzplantage ans Eck. Dieses Eck, es wäre natürlich interessant zu erfahren, wie... Ach, sind nur vier. Okay. Eins. Gut, so nicht. Das ist jetzt nicht so schön. Nee, dann müssen wir das gleich anders machen. Reißen wir es mal ab und machen es dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's hier Build orientalische Gewürzplantage. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles. Wir laden schon mal die Kinder ein. Kinder, ihr seid herzlich eingeladen. Da. Hup. Was? Von Karim mit Milch und Datteln etwas aufgepäppelt. Ach, da unten ist es einpacken. Okay. Das Schiff sinkt. Damit, mit diesem Ausblick auf den nächsten Samstag, der hoffentlich etwas, ja, ID-freier wird. Wir konnten ID-freier, besser gesagt. Und womit die Folge dann planmäßig hochgeladen wird, hoffentlich, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, sie war nicht zu wirr. Ich komme manchmal etwas planlos vor. Gerade zur Zeit irgendwie am Ende der Ferien, als hätte ja. Wir sollten Ala für seinen Großmut danken. Genau, danke Ala für seinen Großmut. Und mit diesen Worten, wie gesagt, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum Samstag.